Hallo Fotofreunde. Nee, hallo Literaturfreunde muss es heißen. Ihr seht, heute bin ich nicht alleine. Da hinten der junge Mann, der schon relativ aufgeregt in der Couch-Ecke sitzt. Unser Autor, der wird gleich für euch lesen. Ihr erinnert euch, noch gar nicht so lange her, da habe ich in einem Wort zum Sonntag gefragt, wo ich im Wald unterwegs war. Könntet ihr euch vorstellen, dass auf diesem Fotokanal mit einzelnen Moped-Einschlägen ihr an einem, ja, ich möchte nicht sagen, literarischen Erguss teilhaben möchtet, ob ihr euch vorstellen könnt, hier mal eine Lesung zu hören. Das wurde durchweg positiv von euch beschieden. Also haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und unseren Autor hier auf die Couch geholt. Und der feine Herr wird jetzt gleich für euch lesen. Ja, das Buch, welches noch nicht fertig ist, heißt Peripetie, das Ende einer Ära. Wir haben uns dafür entschieden, drei Auszüge zum Besten zu geben. Das ganze Format soll nicht länger als 45 Minuten werden. Heute und hier, also ähnlich einer echten Lesung, das sind sowohl Eckdaten, die ganz gut ankommen. Drei Auszüge wird es geben, ein Stückchen aus dem Prolog, um euch ja erstmal auf das vorzubereiten, was da vielleicht auf euch zukommen kann. Und dann tatsächlich gehen wir in medias res und es warten auf euch zwei Auszüge quasi aus dem Eingemachten, mitten aus einzelnen Geschichten heraus. Wenn des Öfteren es mal piept, ist das kein Fehler auf der Tonspur, sondern ja, wir gehen mal nur mal sicher, dass der Account nicht gesperrt wird. Ich habe euch ja schon gesagt, dieses Buch, es geht um Männlein und Weiblein und die schönste Nebensache der Welt und die Probleme von Mann und Frau und Frau und Mann. Es ist trivial, ja, und da geht es auch schon mal zur Sache. Und wir beide sind, glaube ich, einer Meinung, Dinge, die zur Sache gehen, da muss man auch dementsprechend Vokabeln bemühen. Nicht immer, aber auf den Punkt. Und weil das eventuell für die Zensur auf YouTube, wo ich mich ja unlängst auch schon mal darüber aufgeregt habe, zu viel sein könnte, gehen wir mal auf Nummer sicher. Also stört euch nicht an den ganzen Quiek- und Flippergeräuschen. Es hat, ja, es ist Angst, es ist pure Angst. Aber vielleicht einfach mal so in die Zukunft gedacht, falls die Lesung bei euch gut ankommt und dieses noch nicht fertige Buch irgendwann mal finalisiert werden sollte, vielleicht kann man ja in echt, also so richtig in echt, auch mal eine Lesung angehen, wo dann, ja, Ross und Reiter genannt werden können. So, und ich gucke jetzt mal nach hinten, ob der Autor bereit ist. Das sieht gut aus. Ja, ich würde mal sagen, Junge, du hast das Wort. Prolog. Liebe Leserinnen und Leser, herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Buches. Oder falls Sie dieses Werk geschenkt bekommen haben, Gratulation dazu, dass Sie jemanden mit so viel Weitblick und Ahnung kennen, der oder die realisiert hat, dass das vorliegende Buch ein Druckerzeugnis ist, das man mit großer Freude und gutem Gewissen einem lieben Menschen ans Herz legen möchte. Und wer jetzt aufgepasst hat, wird sofort kritisch bemerken: Hä? Das sind doch die identischen Anfangszeiten aus Halbzeit, eine Bilanz. Im Weiteren als HEB abgekürzt. Was soll das denn? Soll mir übelst mitgespielt werden und mir mein sauer verdientes Geld mit so billiger Zeilenschinderei aus der Tasche gelutscht werden? Die Antwort ist verhältnismäßig eindeutig: Jein. Natürlich handelt es sich bei meinem Erstling um ein epochales Machwerk, welches man inhaltlich gerne und oft, aber auch mit einem guten Gefühl und häufig zitieren muss, mag und darf. Wäre es dann nicht naheliegend, wenn der Autor selber sich dieses menschliche Grundrecht, welches leider zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht durch die Aufnahme im Grundgesetz mittels eigenem Artikel verfassungsrechtlich für jedermann geschützt ist, zuteil werden lässt? Vielleicht sollte ich tatsächlich eine Hommage an Halbzeit eine Bilanz, ein weiteres Buch veröffentlichen, welches sich inhaltlich nur marginal durch das Coverdesign, den Titel und Prolog vom Original unterscheidet. Der Buchrücken in Weiß, Titel Halbzeit eine Bilanz, eine Hommage. Aber zurück zur Eingangsfrage. Warum diese Repetition? Zum einen muss, mag und darf man bedeutungsschwangere Aussagen durch Wiederholung rhetorisch verstärken. Zum anderen ist es eine Anlehnung an zwei sicherlich große Musiker unserer Zeit, welche jedes ihrer Alben mit denselben repetitiven Elementen, Texten, Harmonien und Klangfarben eröffnen. Immer etwas variiert, aber immer noch harmonisch ähnlich genug, damit auch der schlichte Hörer
zu Tode verdichteter Musik diesen roten Faden auch erkennt. Mit einem ähnlich gelagerten Szenario muss übrigens ein Autor rechnen. Hier im Speziellen spreche ich von dem deutsch-rumänischen Musiker Mihai Cretu, dem Mann hinter Enigma. Des Weiteren von Christopher von Dylan, bekannt als Schiller. Hier der erste Auftrag an Sie, verehrte Leserschaft. Bitte vergleichen Sie die ersten Minuten der Enigma-Alben MCM, CXD, AD, The Cross of Changes, The Scream Behind the Mirror, Seven Lives, Many Faces, The Fall of a Rebel Angel. Und die Anfänge der Schiller-Alben. Zeitgeist, Weltreise, Leben, Tag und Nacht, Sehnsucht, Atemlos, Sonne, Opus, Future und so weiter. Wobei ich jetzt ganz subtil, ohne es extra zu erwähnen, auf ein anderes Anliegen Ihres Autors und seiner Bücher überleiten möchte. Als Autor an und für sich hat man einen Bildungsauftrag. Sie werden sich vermutlich bereits beim Lesen meines Erstlings oft gefragt haben, und auch in diesem Buch werden Sie diesen Punkt wieder erreichen, von welchem Film ist da die Rede? Von welcher Person wird da gesprochen? Was bedeutet dieses komische Wort? Was ist das für ein Song? Boah, ist das anstrengend. Ich raff nix und ich kenn nix. Was gilt es also zu tun? Bemühen Sie Google, Google, Google und YouTube. Um die heute üblichen Recherchemöglichkeiten während der Lektüre nutzen zu können, empfiehlt es sich zwingend, permanent online zu sein, sei es per Smartphone, Laptop oder Tablet. Und Sie werden bemerken, Sie werden ganz beiläufig schlauer und können in Situationen mitreden, wo Sie sich vormals pikiert weggedreht haben und unsicher zu Boden schauten. Sie bekommen erstmalig eine eigene Allgemeinbildung und definieren und, falls tatsächlich bereits vorhanden, optimieren Ihren Film- und Musikgeschmack. Des Weiteren sei mir ein Wort zu der zu erwarteten Frage erlaubt: Kann ich peripetie das Ende einer Ära vollkommen und ganzheitlich erfassen, ohne Halbzeit eine Bilanz gelesen zu haben? Reflexartig geantwortet würde ich sagen, nein, niemand kann das. Kein menschliches Wesen ist dazu imstande, noch nicht einmal der Autor selber. Mein Lesemeister Nikolaus Schröder äußerte vor einiger Zeit, nachdem ich ihm diverse Stellen aus der früheren Schreibhistorie dieses Buches vorlas, aufgekratzt und vermutlich sexuell erregt die These, dass er dieses Machwerk temporär als krank klassifizieren würde. Ich war zum einen hoch erfreut, ob der Aussage an sich, aber zum anderen bewegte mich, dass ich bei dem Halbautisten emotionale Reflexion erreichte. Denke ich über die Frage etwas länger nach, auch hier an dieser Stelle wieder das vielbemühte Jein. Sicherlich werden die meisten von Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, die vertikale Erzählweise im Ansatz verstehen. Die Geschichten werden funktionieren und Sie unterhalten. Betrachtet man Halbzeit eine Bilanz und Peripetie, das Ende einer Ära, zusammenhängt, ist eine horizontale Erzählung nicht von der Hand zu weisen. Es werden in Peripetie, das Ende einer Ära, ab und zu Namen, Zitate oder Orte aus Halbzeit einer Bilanz genannt, auf die Ihr Autor in den neuen Geschehnissen Bezug nimmt. Sie müssen sich selbst die Frage beantworten, wie weit Sie bereit sind, in das Nikolaus-Schröder-Universum einzutauchen und wie weit Sie gewillt sind, seine bzw. meine Lehren aufzusaugen wie nasse Schwämme. Hä? Was bedeutet denn das schon wieder? Seine oder meine Lehren? Ist das literarische Ich nicht Nikolaus Schröder? Wurde etwas weiter oben nicht auch von Nikolaus Schröder als Lesemeister geschrieben? Was ist das überhaupt und warum steht da nicht einfach der Schriftsteller? Okay, jetzt wird es für die meisten von Ihnen schwierig. Ich versuche es einfach zu halten und beginne erneut mit einem Zitat aus Halbzeit einer Bilanz, wo das Konstrukt des Ich-Erzählers und der Person Nikolaus Schröder erklärt wird. Allerdings gibt es da noch den schon erwähnten Nikolaus Schröder, der zu meinem treuen Sidekick wurde und als einziger Mensch vermutlich noch ein klein wenig Nobelpreisverdächtiger formulieren kann als ich. Während des Schreibens musste ich aber feststellen, dass mir der Punkt Berühmtheit doch einen Haken zu haben scheint. Wenn jeder meine Identität durch das Schreiben dieses Buches erfährt, werde ich keine ruhige Minute mehr haben. Aus Selbstlosigkeit entschied ich mich daher dazu, Nikolaus als Hauptautor, Ghostwriter und Strohmann in Personalunion vorzuschieben. Dennoch habe ich stets regulierend in den Entstehungsprozess eingegriffen. Schließlich kämpfe ich ja noch an genügend anderen Fronten und der feine Herr benötigt bisweilen ein wenig Druck und Führung, um sein Potenzial zu bemühen. Da ich der Auffassung bin, dass mein Sidekick viel zu wenig aus seinen durchaus vorhandenen Möglichkeiten macht, hoffe ich auf den positiven Nebeneffekt, dass ihm die Tätigkeit als mein Ghostwriter zu weiteren Heldentaten anstacheln möge. Ich bin halt ein viel zu gutherziger Mensch.
Ferner musste natürlich ein Außenstehender meine Erlebnisse aufschreiben, um sie adäquat rühmen zu können. Wenn ich selbst all das geschrieben hätte, wäre das Buch aufgrund der mir eigenen Bescheidenheit viel zu sachlich, tiefstapelnd und devot geworden. Damit sollte nunmehr die erste Verwirrung geklärt sein. Aber was für Sie vermutlich viel wichtiger ist, was ist denn nun anders und neu? Nun, dieses Machwerk ist tatsächlich von dem literarischen Ich und nicht von Nikolaus Schröder erschaffen worden. Jedoch wurde mir immerhin die Gnade meines Sidekicks dahingegen zuteil, dass er dieses Manuskript nach Fertigstellung redigieren wird. Aber dieses Detail soll Sie, verehrte Leserinnen und Leser, nicht wirklich weiter kümmern. Für Sie soll alles gleich bleiben und es soll sich nichts ändern. Herzlich willkommen zurück im Nikolaus-Schröder-Universum. Es soll sich anfühlen wie das Heimkommen nach einer langen Reise oder wie der Eintopf mit Wurst von Mutter am Samstagmittag. Was sind schon Namen? Schall und Rauch. Für diejenigen unter Ihnen, die aber tatsächlich die harte, nackte Wahrheit über das Schicksal des treuen Sidekicks in Erfahrung bringen wollen, Klammer auf, langweilig, lesen bitte aufmerksam die nächsten Zeilen. Gegen 9:30 lichteten sich unsere Reihen und auch ich beschloss, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Nochmal aufs Zimmer, kurz frisch gemacht, den Sitz der Haare optimiert. Zum Glück wohnte ich im selben Hotel, somit war keine Krattanreise nötig mit der verbundenen Haarproblematik, respektive Nierengurtabsenz. Ich legte reichlich einem dem Anlass entsprechenden Duft auf. Prada Infusion d'Homme. Andersrum betrachtet hätte ich aber auch keinen anderen benutzen können, hatte ich nur diesen einen mit. Egal. Der war große Klasse. Ich schaute in den Spiegel und war von der dort ersichtlichen Gesamtkomposition aus Klamotten, Haarstyling, Geruch und Fresse mehr als begeistert. Ich zwinkerte mir selbst zu und errötete fast. Mein Laptop wurde in meine olivgrüne Umhängetasche im Jack-Bauer-Style gepackt. So könnte ich in einem Hotelzimmer des Fünf-Sterne-Hotels an der türkischen Riviera in der Nähe von Belek ab 22 Uhr in der zweiten Etage für adäquate Atmosphäre durch meinen extraordinären Musikgeschmack sorgen. Sowas ist der Stimmung immer zuträglich. Jetzt wurde es ernst. Nach reiflicher Überlegung war der Plan folgender. Zunächst zur Bar, um erstmal zwei geistige Getränke für uns zu organisieren. Trank sie in der Öffentlichkeit, aufgrund der Etikette, ja kein Alkohol. Zum einen hatte es Stil, einer Lady einen Drink zu reichen. Zum anderen würden ihre Hemmungen, wären noch welche vorhanden, leichter schwinden. Und meine natürlich auch, wären welche vorhanden. Mal wieder die klassische Win-Win-Situation. Nachdem ich das Erdgeschoss und somit die Hotellobby per Aufzug erreicht hatte, blieb ich kurz am Fahrstuhl stehen und ließ meinen Blick langsam über das Treiben und vor allem über die Leute in der Lobby gleiten. Ich musste ausschließen, dass einer von den lieben Kollegen doch noch hier versackt war und mitbekam, dass ich zwei Absacker bestellte. Ein Erklärungsnotstand, welchen ich vielleicht durch »Boah, ich kann nicht pennen, ich habe Heimweh« oder »Dieser türkische Tee ist so sagenhaft köstlich. Ich wollte mir davon noch eine Kanne gönnen.« Oder »Gut, dass du gerade kommst. Ich wollte mit dir anstoßen.« Heilen könnte, aber mein vorhandenes Zeitfenster sicherlich negativ beeinflussen würde. Nach einer Minute konzentrierten Observierens entschied ich, dass ich es riskieren konnte, an die Bar zu sneaken. Die Pflegekinder schienen schon selig zu schlafen. Beim lässigen Anlehnen an die Bar fiel mir zeitgleich zwei Dinge auf. Zum einen hatte ich mein pailliertes Armband im Bad vergessen, was nicht weiter schlimm gewesen wäre, wäre da nicht zum anderen ein mir fremdes Gesicht jenseitig des Tresens. Vermutlich die Nachtschicht. Ich konnte ob dieser Erscheinung, die ich hier nicht näher beschreiben möchte, hätte es doch der große Bruder von dem Van-Fahrer bei unserer Ankunft sein können, nicht damit rechnen, dass er mich als der Superheld erkannte, der ich war, auch ohne mein Armband und mir somit die Getränke kostenlos überlassen würde. Um mir Zeit für die Entscheidung zu verschaffen, wie das Problem zu lösen sei, schnappte ich mir die umfangreiche Cocktailkarte und studierte die geschmackssicheren und klangvollen Namen alkoholischer Mischgetränke mit anteilig mindestens einer Spirituose. Ich brauchte etwas, was der Situation, der Dame und auch mir gerecht wurde. Nachdem ich nach ungefähr 60 Sekunden die 150 verschiedenen Cocktailangebote verinnerlicht hatte, kamen genau 19 Cocktails in die engere Auswahl. Nein, falsch, nur 16. Die drei anderen, die ich zunächst mit auf dem Schirm hatte, hätte maximal der türkische Barmann mit einem süffisanten Lächeln empfohlen, hätte er um meine Mission gewusst. Adios, Motherfucker, wasted time, in flagranti. Und wer von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, jetzt erneut aufschreit und behauptet, meine Fresse, so heißen doch keine Cocktails, die hat sich der feine Herr Schröder in seinem kranken Kopf mal wieder ausgedacht.
Möge sich eines Besseren belehren lassen und im Anhang dieses Machwerks gerne die Rezepte zu jedem einzelnen Alkoholmischgetränk nachschlagen, um sich selbst daran auszuprobieren. Somit blieben also noch 16 Optionen, die ich aufgrund der viel zu schnell vergehenden Zeit selektieren musste. Weitere 8 Cocktailnamen waren inhaltlich irgendwie stimmig, erschienen mir aber ob der Namensgebung etwas zu profan und zu einfach für so eine Göttin. Sex on the Beach, Virgin Colada, Hot Lips, Hellfire, Innocence, Island Affair, Unschuldsengel. Somit blieben noch 8 Cocktails über und die Spannung stieg. 3 der 8 kamen für mich selbst aufgrund meiner aufgeheizten und euphorischen Gemütsverfassung in Betracht. Ram Cooler, Lady Killer. Ich entschied mich aber ganz eindeutig für Alien in Love. Blieb final nur noch die Auswahl für einen nicht zu billig klingenden Cocktail für die Lady. In die Endauswahl hatten es geschafft Kiss Me, Quick Fuck, Türkentraum, Godmother, Gin and Sin. Gerade als ich die finale Entscheidung treffen wollte, blieb mein rechtes Auge auf der Preisspalte hängen und ich entschied mich ganz spontan, trotz all dieser vollmundigen Namen, für 2 mittelgroße Bier türkischer Brauart. So viel Kohle wollte ich jetzt irgendwie auch nicht ausgeben. Ich bezahlte hastig, lächelte freundlich und gab kein Trinkgeld, weil der Kellner mich nicht erkannte. Mit den bis an den Rand gefüllten Biergläsern eilte ich es so gut es ging in Richtung Fahrstuhl und schaute auf die fluoreszierenden Ziffern meiner Taucheruhr. 22.01 Uhr, ich hatte doch keine Zeit. In der 2. Etage angekommen, fing ich unmerklich an, leiser zu atmen. Leiser auf den strapazierfähigen Industrieteppich des Hotelkomplexes aufzutreten, alle Sinne auf das Aufgehen einer Zimmertür gerichtet. Ich schlich den leicht gebogenen Gang in Richtung Zimmer 2213. 2203. 2205. 2207. Mein Puls stieg mit jedem Schritt. Auf dieser Etage wohnten auch einige Lehrgangsteilnehmer. Würden sie aufgrund eines Anfalls von Insomnia oder sonstiger merkwürdiger Gründe meinen, zur nachtschlafender Zeit um 22.02 Uhr ihr Zimmer verlassen zu müssen, hätte ich und damit Sibel ein Problem. Jeder, der nicht auf dem Baum wohnte, und dieses Privileg gestand ich allen meinen Lehrgangsteilnehmern zu, würde sofort erkennen, was hier gespielt wird. Sieh mal einer an, der miese alte Stelzbock. Will schön die Dolmetscherin klarziehen. Wie 1000 andere zuvor. Scheitern wird er gar kläglich. Bestell dir lieber noch eine Wasted Time. Nur wenige empathische Menschen würden weiterblicken, begreifen, dass es um die Erfüllung der Mission eines Superhelden ging. Aber man durfte von Menschen grundsätzlich nicht zu viel erwarten und was darüber hinaus auch auf keinen Fall tun. Die mahnenden Worte meines treuen Sidekicks Nikolaus Schröder kamen mir hier, weit abseits der Heimat, in einem 5-Sterne-Hotel an der türkischen Riviera in der Nähe von Belek um 22.02 Uhr in der 2. Etage mit 2 randvollen Biergläsern in der Hand, während ich an Zimmer 2209 vorbeischlich in den Sinn. Nie von sich auf andere schließen. Mein Puls pochte im Hals und im Genital. Fast geschafft. Ich überlegte kurz, ob es nicht besser gewesen wäre, soldatenlike auf dem Boden zu robben, um den gefährlichen Türspion auf beiden Seiten zu entgehen. Allerdings hatte ich mich dagegen entschieden, da zum einen die Hälfte des normalerweise hopfenhaltigen Getränks dabei sicher verloren gegangen wäre, zum anderen es selbst für mich zu schwierig geworden wäre, meine liegende Position bei unerwartetem Personenkontakt schlüssig zu erklären. Dann endlich sah ich sie. Die glückselig machende Nummer 2213. Multipliziert mit sich selbst ergab das 4.897.369. Durch die eigene Quersumme geteilt wiederum 106.464545437826. Ich war kurz verwundert, warum mir mein Gehirn diese Information zur Verfügung stellte. War mein Ziel doch ein anderes. Nicht als Mathematikgenie dazustehen, sondern vielmehr die Olle klarzumachen. Andersrum betrachtet, musste man manchmal auch Umwege beschreiten, um das finale Ziel zu erreichen. Somit beschloss ich, die Ergebnisse im Hinterkopf zu behalten, um möglicherweise später noch mit diesem Ergebnis punkten zu können. Ich sammelte mich, versuchte tief durchzuatmen. Mein Puls schlug höher und ich klopfte zaghaft mit dem Kopf an die Tür. Hatte ich ja beide Hände voll mit Erzeugnissen exzellenter morgenländischer Braukunst. Sekunden später wurde geöffnet und hatte ich zuvor noch gegrübelt, welches Outfit sie für unser quasi erstes Date wählen würde, reichte mir ihre aktuelle Klamottenwahl mehr als nur aus. Jogginghose auf Hüfte geschnitten in Grau, dunkelblauer Kapuzenpulli, barfuß und nasses blauschwarzes Haar, welches ihr ungeschminktes Gesicht umschmeichelte. Sie lächelte und bat mich einzutreten. Beinahe rutschten mir beide Biergläser zeitgleich aus meinen schweißnassen Handflächen.
dass sie es mir nicht zweimal sagen, und stolperte, wobei ein Teil des Bieres auf dem Fußboden unweit ihres zarten Fußes landete. Ich fluchte laut darüber, dass der Barkeeper die Gläser viel zu voll gemacht hatte und der Teppich im Zimmer nicht ordentlich verlegt worden sei, und hatte gefühlt Fieber und das Gefühl einer rot glänzenden Fresse. Sie schloss die Tür und bat mich, Platz zu nehmen. Dafür hatte ich zwei Optionen: das ordentlich gemachte Bett oder der Sessel ungefähr 2 Meter daneben, Richtung Fenster, der zu dem Tisch mit dem tollen Obsttellern gehörte, welche ich auch in meinem Zimmer hatte. Da mir klar war, dass es sich eigentlich nur noch um Sekunden handeln konnte, bis sie mich anspringen würde und erst mir und dann sich oder erst sich und dann mir die Klamotten vom Leib reißen würde und wir dabei dann leidenschaftlich auf dem Bett landen würden, gab es nur eine zwingende logische Möglichkeit der Sitzplatzwahl. Woher ich es so genau wusste, dass das gerade beschriebene Szenario eintreten würde? Liebe Leserinnen, liebe Leser, ich könnte Seiten derer viele füllen, um Gründe dafür zu nennen, aber es geht hier nicht darum, den ultimativen Flirt-Ratgeber zu schreiben. Vielmehr möchte ich Sie intellektuell anspruchsvoll unterhalten, gleichwohl intelligente Kurzweil bieten. Somit beschränke ich mich auf lediglich 4 Hauptgründe, warum ich mir sicher war. Erstens, die Mischung aus meiner Erscheinung und der Langzeitwirkung meiner gelungenen Kontaktaufnahme. Zweitens, kennst du eine, kennst du alle. Drittens, ihre Einladung zur nachtschlafenden Zeit auf ihr Zimmer. Viertens, ihre Klamotten und Stylingwahl. Klammer auf, der legeren Klamotten konnte man sich wesentlich schneller entledigen. Schminke und Styling wäre nach kürzester Zeit des Aktes aufgrund der Transpirationsanstiegs dahin. Nachdem ich Platz genommen hatte, sah ich sie im gedämpften Licht des Zimmers auf mich zukommen und hatte in freudiger Erwartung dessen, was jetzt sekündlich passieren würde, eine respektable Erektion und Tränen in den Augen. Ich antizipierte, dass sie gleich energisch in mein aktuell für meine Verhältnisse gut sitzendes Haupthaar greifen würde, um mich aus dem Sessel herauszuzerren in die Nähe ihres willigen Leibes. Aber nichts dergleichen passierte. Sie nahm auf dem Bett Platz, verschränkte ihre Beine zum Schneidersitz und signalisierte mir mit einem lächelnden Nicken, dass ich ihr das Bierglas reichen durfte. Ich streckte mich und meinen Arm aus dem Sessel ihr entgegen. Sie tat es gleich aus Richtung Bett. Für einen Sekundenbruchteil kamen sich unsere Gesichter sehr nahe. Korrekt müsste es aber heißen, ihr Antlitz und meine Fresse, da diese gefühlt immer noch fiebrig verschwitzt und errötet war. Oder vielleicht auch meine Fresse, was für ein Antlitz. Ich konnte auf jeden Fall kurz ihren betörenden Duft wahrnehmen, dezent und schwer zugleich. Ich erkannte Moschus, Vanille und Sandelholz. In diesem Moment trafen sich unsere Blicke und es wäre ein leichtes gewesen, sie zu küssen. Da ich aber ein bekannter Gönner bin, hielt ich einem inneren und unteren Trieb zufolge inne und überließ ihr den ersten Schritt. Die Frauen von heute proklamieren für sich ja immer die Erfindung Emanzipation, inkonsequenterweise aber immer nur dann, wenn es gerade bequem für sie ist. Somit wollte ich mal sehen, woher der türkische Wind wehte. Sie nahm das Glas und setzte sich zurück auf das ordentlich gemachte Bett und nahm eben beschriebene Position erneut ein. Ach so, auf einmal? Madame möchte spielen. Spielen? Machen wir. Lass uns spielen. Ich lehnte mich entspannt im bequemen Sessel zurück, blickte auf den tollen Obstkorb und überlegte kurz, ob ich mir eine der schmackhaft aussehenden Bananen schälen sollte. Andersrum könnte sie das falsch bzw. richtig verstehen und ich würde ihr die Sache zu leicht machen. Deswegen schnappte ich mir einen rot glänzenden Apfel, nahm gekonnt den Saum meines T-Shirts, um aus antrainierter Gewohnheit nochmal kurz über die Schale zu polieren. Daraufhin biss ich kraftvoll zu. Nur die Kontrolle, ob ich Zahnfleischbluten hatte, wie es mir die Werbung eines Zahnpastaherstellers beigebracht hatte, konnte ich leider nicht durchführen. War das Licht zu schummrig. Es sah aber nicht danach aus. Ein Glück. Dass dabei einige Spritzer der Frucht in Richtung Sibel gingen, konnte ich nicht verhindern, da sie kurz anfing, sich ein Auge zu reiben. Ähnlich wie Martin Degenhardt, als er von Thomas Igel in der Oberstufe während des Unterrichts mit Mandarinschalen im Auge getroffen wurde. Wieder ein Vorteil, ungeschminkt zu sein. So wurde nichts verschmiert. Um mir es nicht allzu schwer zu machen, ließ ich erst gar nicht eine für sie unangenehme Gesprächspause aufkommen, indem ich erstmal Luft holte und mit vollem Mund über meine 2 Motorräder referierte. Mir war vollkommen klar, dass das Beschreiben der Mopeds mit der zusätzlichen Darlegung meiner persönlichen Styling-Elemente nur eins zur Folge haben konnte: sie bereute bittersüß ihre anfängliche Chance, im wahrsten Sinne des Wortes nicht am Schopfe gepackt zu haben, weil meine Krattbeschreibung sie zwingend noch geiler machen mussten, als sie es ohnehin schon war. Nach circa 40 Minuten hatte ich keine Fragen mehr und Sarah wies pflichtgemäß darauf hin, jetzt langsam loszumüssen. Würde sie um 9 anfangen.
Aus ihrem überdimensionierten Portemonnaie zog sie einen Kugelschreiber und einen Zettel von einem Notizblock einer mir unbekannten Apotheke in Erftstadt, auf den sie eine Handynummer schrieb, selbigen mir mit einem unfasslichen Lächeln über den Tisch schob, mit dem Hinweis, sollte ich noch Fragen haben, könne ich sie ja via WhatsApp kontaktieren. Sie stand auf, zog den langen Steppmantel an und hielt kurz inne, als sie merkwürdige Flecken auf der Rückseite des Mantels bemerkte. Ich wiederum bemerkte merkwürdige Krafteinwirkungen an der Rückseite meines Sitzmöbels. Zumindest hatte ich kurzzeitig das Gefühl, dass ich gleich kippen würde und dass die Stuhlbeine aus Metall wie aus Gummi nachgaben. Ich umklammerte die Tischkante, um nicht zu fallen, und konzentrierte mich auf mögliche Warnvibrationen meines EKG. Da ich nichts dergleichen wahrnehmen konnte, beruhigte ich mich selber und entkrampfte langsam. Glücklicherweise hatte Sarah meinen Gleichgewichtsverlust inklusive leichten Tischrückens mittels epileptischen Festhaltens nicht mitbekommen. Wunderte sie sich augenscheinlich noch immer über die Verunreinigung ihres Mantels. Sie verabschiedete sich erneut oder wiederholt lächelnd, die Sterne in ihren Augen nochmal zum Abschied aufblitzen lassend, und schritt von dannen, um vor dem Verlassen nochmal albern zu winken. Obwohl ich mir noch nicht mal sicher war, ob ich das albern fand oder ob es das Wundervollste war, was ich in meinem bisherigen Leben sehen durfte. Da ich noch Hunger hatte, schnappte ich mir das unverschämterweise noch nicht mal angebissene Mettbrötchen und verspeiste es mit 4 großen Bissen. Ich war unschlüssig, wie ich die letzten 45 Minuten finden sollte. Grundsätzlich hatte ich mich respektabel geschlagen gegen so einen mächtigen Endgegner. Allerdings gab es auch Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass ihre subtilen Giftstoffattacken mich dennoch erreichten, wie eben gerade bei ihrem Aufstehen. Ich griff zum EKG, um nochmal zu prüfen, ob da wirklich kein Ausschlag zu sehen war. Ernüchternd musste ich feststellen, dass das Gerät aus war und offensichtlich keinen Strom mehr hatte. Mein gutes Gefühl schwand. Hatte sie es doch augenscheinlich wieder getan und konnte ich den Angriff nur mit Mühe widerstehen. Andererseits verglichen mit meinem ersten Zusammenbrüchen vor ein paar Monaten war meine heutige Performance durchaus solide. Maximal mein treuer Sidekick Nikolaus und das den Dienst quittierende Mini-EKG hätten bemerken können, dass ich kurzzeitig ins Taumeln geriet. Vielleicht waren meine Abwehrkräfte noch nicht maximal entwickelt. Außerdem hatte ich ja noch das miese Mett gegessen, und rohes Fleisch, wissen wir ja alle, ist ideale Trägersubstanz für allerlei Bakterien und Geschnetz. Auch wenn der Verzehr erst nach den Anfällen stattfand. An dieser Erklärung festhalten, konstatierte ich zufrieden, dass ich schon und meistens andauernd ein geiler Typ bin. Ein Superheld. Wie konnte ich das je, auch wenn nur kurzfristig, temporär anzweifeln? Je länger ich über das eben stattgefundene Treffen nachdachte, umso offensichtlicher wurde alles. Ihr schüchternes Sprechen, die Ablehnung gegenüber den leckeren Mettbrötchen, das vermutlich alberne Winken zum Abschied, alle Signale, die ich beim weiblichen Gegenüber schon trillionenfach sehen musste oder durfte. Das war einfach nur reine, unverfälschte Unsicherheit gegenüber mir, dem einzigen und wahren Meister, einem Superheld. Mit lässigem Gang, eine Hand in der Joggingbuchsentasche, die andere im Mund, um die Mettreste aus den Zahnzwischenräumen zu frickeln, verließ ich beschwingt die Kantine mit einem Lächeln auf den Lippen, ohne eigentlich genau zu wissen, warum. Der Arbeitstag war relativ schnell vorbei und ich schaffte es heute aufgrund der günstigen Verkehrslage, die zum Wochenanfang immer herrschte, die Strecke Arbeit nach Hause in knappen 50 Minuten. Und das nahende Weihnachtsfest war vermutlich auch noch ein weiterer Grund, warum die Bahn so leer war. Viele hatten schon Urlaub und auch ich sollte heute meinen letzten für dieses Jahr gemacht haben. Zu Hause angekommen und der unbequemen Krattklamotten entledigt, erwischte ich mich selber dabei, wie ich gechillt auf meiner Couch saß und den von mir akribisch gefalteten Apothekenzettel mit 11 Zahlen darauf aus meiner in der Gesäßtasche der Lederhose steckenden Ledergeldbörse fischte und schüchtern daran schnupperte. Leider konnte ich keinen aphrodisierenden Parfümgeruch feststellen. Ein Hoch auf die alten Zeiten, wo die Damen den Herren noch parfümgetränkte Taschentücher zuschnickten. Es roch lediglich ein bisschen nach Papier, ein bisschen nach Apotheke, ein bisschen nach Leder und ein bisschen nach meinem Arsch. Ich schaute lange die eine Handynummer ergebenden Zahlen an und musste zugeben, dass es eine gar malerische, kalligraphische Handschrift war, die Sarah besaß. Geschwungen, ästhetisch, weiblich elegant, zeitlos modern konservativ, eine gelungene Komposition aus Fortschritt, Stillstand und Festhalten an alten Traditionen. Es war die Mona Lisa an niedergeschriebenen Handynummern, ein echter Da Vinci in der klassischen Sfumato-Technik erschaffen. Zwei maßgebliche Gedankengänge beschäftigten mein Hundehirn. Wo in meinen Räumlichkeiten sollte ich dieses Kunstwerk gerahmt aufhängen? Klar war, es durfte kein direktes Sonnenlicht abbekommen, damit die Farbe nicht verblasst. Damit einhergehend müsste ich die Versicherungssumme meiner Hausratversicherung um einige Tausende aufstocken, da dieses Meisterwerk sicherlich jetzt schon glücklicherweise zu Lebzeiten der Künstlerin ein kleines Vermögen wert war.
Der zweite dominierende Gedankengang war die Überlegung, ob und wenn ja, wohin ich mir ein Abbild dieses Kunstwerks tätowieren lassen sollte. Ehrlich gesagt gab es nur zwei adäquate Stellen. Direkt über dem Herzen oder nah am Gemächt. Da keine der beiden stimmberechtigten Teile meines schizophrenen Hirns eine absolute Mehrheit erzielen konnte, lief es wohl auf zwei Tattoos hinaus. Allerdings ereilte mein Bewusstsein plötzlich kurz wieder ein bisschen Ratio und ich entschied mich dann doch knapp gegen ein Tätowieren dieses Meisterwerks. Zum einen war es nahezu unmöglich, einen Inka zu finden, der es so gut kopieren konnte, als dass das Tattoo dem Original in nichts nachstand. Zum anderen, was wäre, würde Sarah einen Providerwechsel vornehmen und keine Nummernmitnahme beantragen. Zuletzt bestand natürlich auch noch die Gefahr, dass der Inka beim Tätowieren dieses Kunstwerkes so horny wurde, dass er aus Versehen die Adresszeile der Apotheke gleich mit auf meinen Balch verewigte. Aufgrund dieser anstrengenden Kopfarbeit schlief ich angezogen auf meinem Sofa ein und wurde um 2 Uhr nachts wach und schlurfte schlaftrunken in mein Schlafzimmer. Aufgrund meines Weihnachtsurlaubes brauchte ich zwar nicht früh aufstehen, dennoch fand ich bereits um 6 Uhr keinen Schlaf mehr. Brodelte in meinem Unterbewusstsein eine innere Unruhe. Ich zwang mich aus dem Halbschlaf und spähte durch ein Fenster in die winterliche Dunkelheit. Stille. Ich fröstelte, hatte sich das Schlafzimmer mit abgeschalteter Heizung des Nachts auf 17 Grad abgekühlt. Schlagartig manifestierte sich der Grund für meine unterbewusste Unruhe im Halbschlaf in meinem Bewusstsein. Schlagartig manifestierte sich der Grund für meine unterbewusste Unruhe im Halbschlaf in meinem Bewusstsein, wie eine heisere, mahlende Stimme. Schreib Sarah an, sonst weiß sie nicht mehr, wer du bist. Euer Gespräch ist schon fast einen Tag her. 24 Stunden, 1440 Minuten, 86.400 Sekunden. Es könnte fast schon zu spät sein. Schreib irgendwas. Stelle die Fragen von gestern. Egal. Nur mach. Die Stimme hatte recht. Ich sprang auf und ergriff bibbernd einen Jogginganzug, um den helden Körper auf Temperatur zu bringen, ging die Treppe hinunter, um mir in der Küche meine Frühstückscola einzuschenken. Mit dem 0,3 Liter Cola-Glas in der Hand ging ich ins Wohnzimmer, sorgte für dezente Musik und schnappte mein noch immer auf dem Wohnzimmertisch liegendes Handy. Ich wollte gerade Sarahs Nummer unter Kontakte in meinem Samsung Galaxy speichern, als ich auf einmal Panikschweiß auf der Stirn bekam. Wo war der Zettel mit der Nummer? Der echte Da Vinci. Das Kunstwerk dieser Epoche. Hektisch sprang ich auf und versuchte mich zu erinnern, wo ich ihn nach nicht ausreichender Bewunderung am vorherigen Abend hingelegt haben konnte. Sollte es etwa zu einem historischen Kunstraub in meinen eigenen 4 Wänden gekommen sein, ich ging direkt zur Terrassentür, um diese nach klassischen Einbruchsspuren abzusuchen. Ich konnte nichts finden. Beim Blick zur Couch zurück sah ich eine Zettelspitze unter der Couch hervorragen. Mit erhöhtem Puls sprintete ich zurück und slidete die letzten Meter auf dem Arsch über den glatten Baumarktlaminat mit mittlerer Abriebstufe. Als ich den Zettel in der Hand hielt, beruhigten sich meine Vitalfunktionen wieder. Mein Schatz, wir wollen ihn. Wir brauchen ihn. Wir müssen ihn haben, den Schatz. Sie haben uns den Schatz gestohlen. Ach nee, der Zettel war ja nur vom Tisch gefallen. Vorsichtig, fast zärtlich schnupperte ich erneut verstohlen an dem Papier. Aber mein olfaktorischer Kortex meldete mir leider keine Veränderung. Papier, Leder, Apotheke und Arsch. Ich beschloss sofort, nach dem Namenseintrag ins Handy das Kleinod zunächst adäquat in meiner Wohnung zu verstecken, ohne das hier näher niederzuschreiben. Nichts für ungut. Mein Handy erstellte sofort eine WhatsApp-Verbindung und ich öffnete direkt das WhatsApp-Chatfenster, war ich doch auf ihr Profilbild gespannt. Sie neben einem Labrador in der Hocke, nach oben in die Kamera lächelnd. Die Haare offen nach hinten aus dem Antlitz drapiert. Ich erregierte spontan, trotz der kalten Temperaturen im Wohnzimmer, und das Handy entglitt mir vor positiver Überraschung wegen diesem hervorragenden WhatsApp-Profilbild aus meiner Hand und fiel scheppernd auf den Laminatboden und natürlich... Das Gehäuse öffnete sich und der Akku flog heraus. Ich sorgte mich weniger um das Handy, hatte es solche oder ähnliche Fauxpas schon des Öfteren er und überlebt, vielmehr dauerte es jetzt gefühlt wieder eine Ewigkeit, bis ich den Akku eingesetzt hatte, das Gerät hochfuhr, ich die SIM-Karte entsperrt hatte und so weiter. Viel zu lange, um Sarah und ihren schwarzen Köter wieder ins Antlitz blicken zu können. Nach einem gefühlten Dreivierteljahr hatte ich wieder das WhatsApp-Chatfenster vor mir und legte vorsichtshalber das Gerät auf meinen geschmackssicheren Wohnzimmertisch vor mir. Beeil dich, sie hat dich fast vergessen.
hörte ich die zähflüssige deutsche Robert De Niro Synchronstimme von Christian Brückner mir ins Gehirn flüstern. Aber was sollte ich schreiben? Nochmal irgendwas bezüglich ihres bevorstehenden Auslandsaufenthaltes? Dafür gab sie mir angeblich ja ihre Nummer. Nein, das hatten wir zu Genüge thematisiert. Sie würde mich für mental schwachsinnig halten, würde ich inhaltlich gleiche Fragen knapp 24 Stunden später erneut stellen. Etwas zu formulieren wie: Ich finde dich irgendwie beängstigend geil, obwohl ich mir da noch nicht so sicher bin. Du gleichwohl mit deinen Kräften meine Superheit schwächst, könnte sie auch falsche Rückschlüsse auf meinen Geisteszustand ziehen lassen. Da Eloquenz aber bekanntlich und zum Glück auch eine meiner vielen Kernkompetenzen selbst zu früher Winterstunde in einem unterkühlten bergischen Wohnzimmer ist, hatte ich die Lösung für mein Dilemma und das sogar trotz des extrem schmalen Zeitfensters. Ich eröffnete den allerersten Chat mit Sarah Lorenz in den in Stein zu meißelnden und in zukünftigen Geschichtsbüchern für weiterführende Schulen geschriebenen Worten: Na, alles klar? Ob sie selber auch nicht schlafen konnte, das Handy am Bett liegen hatte, wenige Sekunden später hatte ich eine Antwort und der halbe Vormittag verflog beim Texten mit der viel zu kleinen Handytastatur. Draußen hatte der Vormittag inzwischen das typische Winterzwielicht erreicht, welches man von bewölkten Tagen kannte. Ab genau dieser Stelle der Berichterstattung, liebe Leserinnen, liebe Leser, muss ich Sie pflichtgemäß darauf hinweisen, dass das geschriebene Wort nicht mehr meiner eigenen Erinnerung entstammt. An diesem tristen grauen Vormittag im Dezember des Jahres 2011 mutierte ich, der strahlende Superheld, in die Gestalt eines dumpfen Normalsterblichen. Ähnlich eines Gestaltenwandlers in einschlägigen Fantasy-Verfilmungen.